Wir sind hier in der Familie Klunkert. Der Vater von der Elisabeth Klunkert, der Johann Müller, ist am 16. März 2022 verstorben. Ein Platz ist leer. Wie kommt man zu dem Hospizverein Neustadt? Was bietet der Verein an? Die Elisabeth Klunkert hat uns telefonisch angefordert und hat uns gebeten, dass wir ihren Vater begleiten. Was heißt jetzt Begleiten eines Menschen in einer Sterbesituation oder eines schwerkranken Menschen? In der Regel kommen unsere Hospizbegleiter zur Unterstützung für die Familie und Entlastung ein- bis zweimal in der Woche für 1,5 Stunden in die Familie. Unsere Hospizbegleiter bringen Zeit mit. Freie Zeit, die sie die Angehörigen und den zu Begleitenden schenken. Zeit, wo in dieser Zeit niemand mehr Zeit hat. Es ist ein sehr großes Geschenk für die Familien, Dinge erledigen zu können in dieser Zeit, wo der Hospizbegleiter bei der Person, bei dem Menschen sitzt, mit ihm Gespräche führt, Biografiearbeit vielleicht aufarbeitet, wo er vielleicht auch, wenn es möglich ist, sich in den Garten setzt, in einer Tasse Kaffee oder auch ein Eis essen geht. In dieser Zeit, wo unsere Hospizbegleiter in den Familien sind, haben die Angehörigen einen kleinen Freiraum für sich, um Dinge erledigen zu können, was sie sonst vielleicht ja, mit ganz viel Gedanken im Kopf schnell erledigen. Aber wenn unser Hospizbegleiter bei der Person ist, können sie sich da die Zeit nehmen, um ja, zum Spazieren gehen oder auch mal sich hinzulegen, wenn die Nacht wieder ganz stressig und anstrengend gewesen ist, weil der Mensch vielleicht unruhig in der Nacht war oder oft auf die Toilette gehen hat müssen oder vielleicht sogar gestürzt ist. Und somit ist es ein Angebot des Hospizvereins unentgeltlich. Unsere Hospizbegleiter durchlaufen eine ganz fundierte Ausbildung von 1,5 Jahr. Sie sind auf die Situationen zu Hause vorbereitet und sie wissen genau, was sie zu tun haben. Die Hospizbegleiter lesen zum Beispiel auch etwas vor oder sie spielen mit der Feeharfe. Märchen vom Glück von Erich Kästner. 70 war er gut und gern, der alte Mann, der mir in der verräucherten Kneipe gegenüber saß. Sein Schopf sah aus, als habe es darauf geschneit, und die Augen blitzten wie ein blank gefegte Eisenbahn. Oh, sind die Menschen dumm, sagte er und schüttelte den Kopf, dass ich dachte, gleich müssten Schneeflocken aus seinem Haar aufwirbeln. Das Glück ist ja schließlich keine Dauerwurst, von der man sich täglich seine Scheibe herunterschneiden kann. Stimmt, meinte ich. Unseren Dienst können nur 3 Personen anfordern. Entweder der zu Begleitende selber, der Patient, oder die Familie oder ein gesetzlicher Betreuer. Frau Klunkert, wer war denn Ihr Vater? Was hat ihn ausgezeichnet in seiner Person? Der Vater war also ein Familienmensch. Der war immer für die Familie, für uns da. Er war dankbar für alles, was er könnt hat, was er selber könnt hat, und hat es gern weitergegeben. Aber so. Er hat Posaune gespielt, er hat sich für Musik interessiert. Er hat mit uns Hausaufgaben gemacht. Mit mir hat er Geschichte gelernt, weil ich da mal nicht so ganz interessiert war in der Schule. Mhm. Für ihn war der Garten auch ganz wichtig. Mhm. Er ist bei mir im Garten draußen gesessen,
und hat die Birnen gezählt, die dann im Frühjahr, wenn die Blüten runtergefallen sind, die sich da angesiedelt haben. Er hat die für sich gezählt. Seine Körbe, die musste man alle vor der Balkontür hinstellen, dass er sie immer wieder angeschaut hat. Die hat er sich selber hintrabiert, dass er, also wenn er am Tisch gesessen ist, dass er sie angeschaut hat. Das war nun mal so, er hat sein ganzes Leben nun mal so reflektiert mit der schweren Arbeit, also zum Teil schwere Arbeit, das Körbflechten. Die Begleitung von Hospizverein, von der Gerlinde, das war für mich was ganz wertvoll, weil ich mich ja mit sehr oft mit ihr ausgetauscht habe. Mhm. Es sind ja so viele Probleme angefallen von der Versorgung, von der Familie her. Es war so viel, es hilft einfach, wenn man drüber sprechen kann, dann ist alles leichter. Mhm. Und sie wusste ja dann Bescheid und das nächste Mal hat man sich dann wieder ausgetauscht. Manches hat sich dann gelöst, manches ist wieder neu dazugekommen. Und die Zeit, ich konnte dann wirklich in der Zeit, ja, wir haben immer einkaufen gegangen, weil das war vorher nicht möglich, weil man ja nicht allein lassen konnte. Das war schon eine Entlastung für Sie. Das war absolute Entlastung, auch vor allem von den Empfindungen her, mhm. vom Gefühl her, dass man nicht so allein gelassen ist. Mhm. Dass man einfach jemanden hat, der das hautnah miterlebt, mitzieht, was der Vater braucht. Er war immer zufrieden, er hat nie irgendwas gefordert, aber das hat ihm gut getan. Hat das mal jemand anders freut auf die Gerlinde? Der war immer ganz, wie ich gesagt habe, ja, er hat sich angekündigt. Dann hat er früh schon manchmal, wann kommt sie denn? So, ja, ein bisschen musst du nur warten. Mhm. Und so, du kannst noch einen Kaffee vorher trinken und dann kommt sie. Okay. Ich glaube, da kann ich im Namen vom Vater nochmal ganz, ganz großes Danke sagen und auch ich selber großes Danke an den Hospizverein, dass es sowas gibt und dass da wirklich Vertrauen, da hat man Vertrauen und hat richtige Unterstützung, was gar nicht selbstverständlich ist, hat Zeit geschenkt bekommen und bekommt es auch noch weiter, wenn es nötig ist. Also danke nochmal. Sehr gerne, Frau Luca, sehr gerne. Ich habe das inzwischen auch schon weitergehen, habe das erzählt, was wir erlebt haben und habe empfohlen und habe sogar mal Hefte geholt, die Flyer und so, die Lichtblicke und habe das dann auch weitergeben an Bekannte, wo ich das Gefühl gehabt habe, da ist das Not, wäre es gut, wenn jemand, ja, und ich würde es auch jederzeit dann auch wieder weiterempfehlen, wenn die Sprache drauf kommt oder wenn jemand das Problem hat. Nicht erst zuletzt, dann schon ein bisschen früher. Mhm. Also wir haben ja auch immer, der Vater war da noch gar nicht so. Die Zeit, wo die Mutter gestorben war und der Vater noch eigenständig war, seid ihr ja auch schon eingesprungen und habt das gemacht. Und es war ganz wichtig, diese Verbindung von der Mutter dann zu ihm selber. Da wusste er, dass er Vertrauen haben kann. Und also ich finde es so wichtig, dass man das einfach weitergibt. Also wirklich, ja. Vielen Dank.